Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, wir möchten heute mal schauen, dass wir vielleicht eventuell die nächste Trophy bekommen. Der Turm läuft gerade auch noch ein bisschen. Der wird jetzt aber demnächst dann, wenn der durch ist, auch nach unten verfrachtet. Vielleicht spielen wir noch mit Seeds rum. Aber jetzt brauchen wir erst einmal ein bisschen Gold. Wie gesagt, ich meine, den ganzen Goldvorräte werde ich jetzt verbraten, weil ich habe nämlich da schon eine Quest gesehen, die ich gerne machen würde. So, jetzt haben wir noch 34 Gold-Ingots. Aber das ist mir jetzt erstmal egal. So, das heißt, wir hauen in den Grinder das rein. Da muss ich jetzt nämlich noch beide Stacks mit rein prügeln. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall nochmal Nickel. Mache ich mal gleich 4 Stück. Davon machen wir auch nochmal 4 Stück. Sicher ist sicher. So, dann heißt es jetzt, du kommst da rein. Und du auch. So, wir haben wieder einen Broken, das heißt, an Tech-Maschinen können wir auch weiter rumspielen. Da gehen wir auch mal hin. Tech-Tech, wieso sage ich mal Tech-Tech? Das ist Factory-Tech. So, und zwar, ich habe doch schon gesehen, da gibt es einen Grinder, den wo wir brauchen. War, glaube ich, der, ne? Genau, das Scrap Furnace. Das heißt, wir brauchen einen Ofen, wir brauchen Iron Bars. Den hole ich mir gleich mal. Davon. So. Der ist durch. Davon 4 Stück, das ist super. Unsharp, das heißt, du kommst da rein. Du bist jetzt scharf. Oh, ein Broken Part habe ich bekommen. Mein Gear, das kaputt gegangen ist. Ja, aber gerade mal, weil wir so einen Scrap Furnace brauchen. Genau dafür. So, das heißt, ich brauche jetzt da einmal das Gitter. Iron Bars haben wir. So, das Scrap Furnace. Dann brauche ich 2 Kabel. Ich brauche einen Ofen. Das ist ja wohl keine große Schwierigkeit. So, 2. Achso, ich habe sogar 4 Kabel schon einstecken. Ha! Hab ich schon gewusst, ja? Als Ofen. Danke. Dann das da. Dann davon auch 1. Das ist der falsche. Ja, da ist es. Und dann brauche ich nochmal 5 Kabel. Und jetzt könnte ich eigentlich den da, genau, danke, so, und dann stelle ich dich mal dahin. Dann bräuchte ich bitte noch ein Wire, haben wir auch. So, und dann habe ich jetzt da alles, was kaputt ist, kann ich jetzt hier reinschmeißen. So, und da ist bestimmt so viel kaputt, dass nicht mehr geht, ne? Genau. Habe ich nur einen Broken Motor oder ist... Ah. Ich wollte gerade sagen. Motoren habe ich jetzt bis jetzt immer zurückgekommen. So, aber die machen wir gleich. Plopp. Hier die Motoren rein. So. Halt. Der müsste hier sein. Kommen die Drillbits auch rein. Da haben wir die Broken Sachen drin.
Iron Nuggets und weiter. Dann können wir das nämlich schön drauf laufen lassen. So, das heißt, wir haben die nächste Quest fertig. An dieser da arbeite ich gerade. Wir haben mal wieder einen kaputten Motor. Schöne ist, den kriege ich die ganze Zeit wieder repariert. So, halt, den kann ich dann auch gleich wieder reinwerfen. Und zwar das Maschinen-Upgrade Overclock. Maschinen-Upgrade Overclock. Dafür brauche ich das da. Ich brauche noch Blank Quartz Plate. Das heißt, ich muss jetzt mal hoffen und gucken, wie viel das wir da rauskriegen. Das heißt, die muss ich schnell waschen. Heißt, ich brauche jetzt aber noch einen Eimer. Danke. Und dann brauche ich eine Mütze Schlaf. Könnte ich dann eventuell alles mit Terminal mal automatisieren? Also wenn es die Maschine noch gibt. Den Rechtsklicker. Sehr gut. Die waren jetzt besonders dreckig, ja? Jetzt nämlich alles schneiden lassen. Es kann nämlich sein, dass ich gleich noch mal Netherrack machen muss. Falls es mir nicht reicht. So, 64 Stück. Das heißt, ich habe 16. Ich bin der Meinung, es müsste reichen. Oh. Wenn da jetzt 6 Stück rauskommen, müsste es reichen. Heißt, aber in die Säge. Das heißt, ich brauche dann noch mal bitte ein Inbar und noch mal ein Inbar. Klack und klack. Schaut schon cool aus. Schauen wir mal, wie weit. Ah, genau. Der fliegende Motor. Da haben wir wieder einen Broken Part. Aber dadurch haben wir genügend Nickel Nuggets wieder. Das heißt, ich habe ein bisschen Verlust. Ach, super, das Ding. Okay, also das heißt, wir haben das schon mal zurück. Das heißt, ich habe jetzt schon mal hier meine 4-6 Goldpowder. Dann brauche ich noch 4 Stacks Holz. Ich hoffe, dass das jedes Holz funktioniert. Genau, und jetzt brauche ich noch hier ein Stack Blank Quarz. Und wir schauen, ob der Overclocking, ob das passt. Wäre natürlich jetzt der Hammer, wenn ich jetzt von Forestry Bäume züchten müsste. 64 Stück haben wir. Hat nur etwas länger gedauert und wir geben die ab. Er hat sie detected und wir haben die nächste Trophy. Dilly! So, dann gehen wir mal in den neuen Bereich. Bin schön brav dabei gewesen, die Draw-Runde zu schaffen. War total spannend. Nervig vor allem. Irgendwann habe ich dann die zugeklebt. Ich hab mein, ich werde nicht mehr fertig. So, Nickel Nugget. So, genau. Ich habe doch irgendwo in der Chest. Genau. Und den werde ich jetzt auch ins Nickel reinhauen. Und dann ist alles gut. Okay. So, was habe ich denn eigentlich freigeschalten?
Wir haben freigeschalten Forestry. Life in the Forest. Attracting Animals. Work Table. Pete. Little Casing. Und Pipette. Okay. Gibt eigentlich auch hier irgendwas, wo ich noch Bienen machen muss? Wenn dann ja, bestimmt versteckt. Overpowered oder so, wo richtig, richtig Eich ist. Wo ich dann die Vollautomation mache. Chickens ist auf jeden Fall. Da. Nächste ist dann Bees, ja genau. Das heißt Pixie Dust und Camouflage Paneling. Okay. So, True Blacksmith brauche ich Compressed Propane Tank. Den muss ich mir mal anschauen. Compressed Propan. Das ist Factory Tech, okay. Das ist auch Factory Tech. Alles klar. Das heißt, wir machen mit Factory Tech jetzt weiter. Ja. Diesmal auch das Richtige gesagt, nicht wieder Tech Tech. Storage Upgrades ist, glaube ich, das Wenigste. Aber wir machen jetzt weiter mit Basic Automation. Nein, mit Basic Factory. Genau. Den da haben wir. Fluids from the Void. Fluid Extraction Drill. Der kostet mich einen Motor, ein Kabel, ein River Metal Drill Bit. Das heißt, ich brauche ein River Nickel Ingot. Dann war das erste hier. So, dann warst du hier. So, davon brauche ich gleich zwei Kabel. Da habe ich meine Motoren schon wieder repariert. Und ich habe ein River Metal Drill Bit. Okay, was brauche ich noch? Nickel, ein Kabel. Hier Nickel. Wie viel habe ich denn überhaupt noch? 66. Ja, passt. So, dann müsste ich den jetzt eigentlich komplett haben. Ein Fluid Extraction Drill. Den packen wir mal hier hin. Dann brauchen wir ein Drillbit, einen Circuit Nummer 2 und einen Motor. Genau. Und zwar die Nummer 2 brauchen wir. Hab nämlich rausgefunden, um einige Sachen nicht gehen, weil hier steht es nämlich, ne, das sieht man ganz schwach, steht es Circuit 2 da. Aber was man halt leider nicht erkennt ist, da ist noch was drin. So, den Drillbit, den werde ich eigentlich auch haben, hoffe ich. Vielleicht nicht. Kein Drillbit übrig? Gar kein Drillbit übrig. Okay, holen wir nochmal schnell 4 Nickel. Dann machen wir gleich wieder welche. So, war Arsch hier. So, genau. Und zwar brauche ich dann dieses Material dazu. Das ist ein Red Copper Dust. Einfach nur ein Kupferdust mit einem Redstone. Ja, und das nimmt man dann. Dann die Nummer 2. Legt das drüber. Und jetzt habe ich ein Copperfield Quartz Plate. Okay, also sozusagen
Das ist nur so eine Art Vorlage, zwar aus Quarz. Und das hat man dann sozusagen so reingefräst. Und ab jetzt hat man sozusagen dieses Pulver halt reingemacht. Und das muss man jetzt härten. Und das härtet man im Electric Furnace. Den haben wir noch nicht. Den brauchen wir noch. Also ist das meiner Meinung nach die nächste Maschine. So, Electric Furnace. Electric Furnace, da bist du. Und zwar, ich brauche zwei Kabel. Ich brauche ein Heating Element. Habe ich eins da? Habe mal gedacht, ich hatte noch eins übrig. Ja, ich weiß schon, ich und denken. Bin auch mir ziemlich sicher, dass ich den irgendwo habe. Und wenn nicht, dann die Ingots, aber ich weiß nicht mehr wo. Davon vier. Nein, davon drei. So, dann haben wir noch. Da schon wieder was gebrochen. Machen wir erstmal Basic Gears, dann sind die nämlich auch weg. Muss es schärfen. Derzeit können wir zwei Redstone holen. So, was haben wir gesagt? Was brauchen wir noch was, ne, dass ich jetzt dann hier wegrenne? Ja, danke. Wir brauchen einmal viermal, ne, fünfmal Nickel. Und ich brauche noch einen stinknormalen Ofen. Das heißt, ich brauche hier hinten 8. So, danke schön. Dann haben wir den Ofen auch. So, dann haben wir hier die Drill Bits. Dann machen wir jetzt noch dich. Das Heating Element. Und dann nehmen wir noch die zwei Wire. Zweite Kiste, richtige Kiste. Okay. Und klack, wir haben ihn. Danke. So, dann kommst du erstmal hier hin. Kann ich dich? Ach nee. Dann brauche ich dich, aber mit dir kann ich rotieren. Genau. Returnieren wollte ich schon beinahe sagen. So, ich brauche noch mal ein Heating Element und ein Wire. Wire. Davon noch mal zwei. Das heißt, ich brauche noch mal zwei Redstone. Ich kann mir eigentlich schon fast jedes Mal zwei davon machen, wenn ich weiß, dass das da rein muss, weil brauche ich meistens dann nochmal. So, dann heißt es, du kommst dahin, dahin, Heating Element. Oh, einmal Heating, einmal Wire, einmal. Aber zufrieden. So, dann habe ich hier meine Copperfield Quartz Plate Pattern Nummer 4. Und das haben wir jetzt hier gemacht. Und nochmal für die Copperfield Quartz Plate. So, sehr gut. Das heißt, der Drill kriegt auch seins und du kommst auch noch rein. Jawohl, dann fängt der das Arbeiten an. So, dann kriegt der Liquid Sulfur. Davon eventuell müsste ich mehr bauen. So, und den da kommt da rein. Da fängt jetzt der nämlich auch an.
Weil wenn man da ein bisschen Wasser und Lava reinmacht, kriegt man nämlich Stein raus. Hervorragend. Ich weiß noch nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, dass man mit einer Pumpe auch Wasser hochpumpen kann. Bei Mechanism-Pumpe, da komme ich noch nicht dran. Und für die Fluid Pump von Industrial Foregoing reicht es noch nicht. Mechanism. Da fehlt einiges. Wie weit sind wir eigentlich von sowas weg? Advanced Mechanism. Ja. 3. Da ist Mechanism. Da ist Mechanism näher dran als Industrial Foregoing. Under Pressure und Heavy Machinery. Aber da brauche ich halt die ganzen Sachen noch von Factory Tech dazu. So. Wow. So, der Broken Part. Ah, okay. Da kann ich den jetzt im Scrap Furnace wieder zum normalen machen. Okay. Faszinierend. Also das heißt, ich habe schon mal Liquid Sulfur. Das ist jetzt, wie heißt das ein komisches Ding? Fluid Extraction Drill. Factory Tech. Genau. Und zwar, ich möchte dich haben mit der anderen. Genau. Und zwar Liquid Sulfur und Propan. Das brauchen wir nämlich auch. Aber ich glaube, das ist Zufall. Das heißt aber, was brauchen wir für diese lustigen Tanks? 12 Ingots und 2 Kabel. Ja, und ich habe gesehen, dass da welche drin sind, aber die brauchen wir für das andere Zeug. Daher auch zwei Tanks. Nehmen wir mal gleich das ganze Kabel. Eins, zwei. So. Problem ist jetzt, glaube ich, nur. Ja, jetzt muss ich es doch klauen von dem einen. Weil ich ja noch die Extraction Pump braucht. So, du kommst dahin. So, eins, zwei. Okay. Dann machen wir sogar drei. Und dann haben wir hier einen Tank und hier den zweiten Tank. Das ist natürlich total doof. So, es sind 489 Millibuckets drin. Kann ich dich nehmen? Wenn ich dich jetzt abbaue, ist noch was drin? Okay. Also den Tank darf ich erst aufstellen, wenn der da voll ist. Also das heißt, ich brauche den Circuit Nummer 2. Das heißt, ich muss mir auf jeden Fall, das Ding ist da noch oben. Ich brauche auf jeden, nee, der ist nicht mehr oben. Er ist weg. Ich habe ihn schon, doch, habe ich den runter? Aber noch nicht aufgestellt, oder? Oder bin ich blind? Ach, da ist er. Ich bin blind.
Hehe. Den habe ich mir gemerkt. Ist auch der leichteste. So, das heißt, ich brauche noch mal Kupfer. Machen wir mal gleich zwei. Zwei Redstone. Die halten also nicht lang. Das muss man schon mal sagen. Das heißt, der Grinder ist das da. So, das. Die da dahin, die da dahin. Und ich habe Red Copper. Dann kommst du dahin. 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 Aber schon gut überlegt, ne? Also das heißt, man braucht wirklich viele Maschinen, um das ganze Graffel zu machen. Und man muss auch viel von diesen Maschinen benutzen. Also ich sag mal für den Anfang. Nicht schlecht. So, kriegt mir wieder den Motor um die Ohren. Ja, wie gesagt, das Problem ist, dass ich weiß halt nicht, wie ich halt dann. Oder der hat jetzt Sulfur entdeckt und der macht nur Sulfur. Kann jetzt natürlich sein, dass ich noch einen zweiten Fluid Drill brauche, den ich irgendwo aufstellen muss und der dann mir sagt, ja, ich mache dir dann Propan. Kann man gleich wieder einen Wire holen. Ist gleich wieder durch. Wahnsinn. So, du gehst da rein. Da rein. Ja. Vielleicht mache ich erstmal Schritt 1, bevor ich Schritt 2 mache. Und ich merke schon, von den Circuit Scribe werde ich auch noch mal drei bauen müssen. Minimum. Achso, der muss drüber. Muss eingekocht werden. Da kann er wieder rein. So, Sulfur haben wir jetzt auf jeden Fall was drin. Fünf Steine hat er mir gemacht, ist eigentlich viel zu wenig. Ist eigentlich wirklich viel zu wenig. So, Fluid Agitator, genau. Und zwar den wollte ich mir noch mal angucken. Und zwar, genau, Energite ist, glaube ich, das, was wir als nächstes brauchen. Sulfuric Acid und Liquefied Glowstone. Genau, den Liquefied Glowstone, den mache ich nämlich, glaube ich, mit dem hier. Und dann muss ich mit dem Zeug hier rüber. Damit ich. So, ich muss dich sowieso abbauen. Du bist so weit weg, du kommst dahin. So, dann gehen wir jetzt mal schnell Glowstone holen. Nimm mal vier Stück mit. Weiß nicht, wie wir das rauskommt. So, du kommst dann da rein. Jawohl. Zack. Oh. Broken Part. Ah, okay. Im Scrap Furnace kriege ich ihn wieder.
Das Scrap Furnace ist wichtig, das heißt, mich kostet das jetzt nur noch Glowstone. Was würde ich jetzt für einen Zugang für ein AMI-System geben? So. Klack, klack. Aber wir sind auf einem guten Weg, bin ich der Meinung. Kommt rein. So, dann brauche ich jetzt aus dir das da. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Wie viel Kabel habe ich denn noch? Eins. Eins. Echt jetzt? Toll. Brauche Kupfer. Ich weiß. Aber ich will momentan mal versuchen, nicht so viel Kladderadatsch im Inventar zu haben. Reicht mir schon, dass ich jetzt schon wieder so viel drin habe. So, das heißt, du kommst dahin. So, das ist das Glowstone und du kommst jetzt von da. Okay, das heißt, ich brauche jetzt den Circuit Nummer 4 nochmal. Den hätte ich vielleicht dann doch, ja, ist egal. Den habe ich jetzt halt dann doch verschwendet. So, du kommst dahin. Dann brauche ich Nickel und 4 Eisen. Das war dieses. Aha. Was bist du? Mixing Blade? Du kommst da rein. Dann brauche ich noch einen Motor. Den habe ich hier drin. Und im Heating-Bereich habe ich den Circuit Nummer 4 drin. Genau, und jetzt brauche ich noch den Monster Dust. Und dafür brauche ich den Mob Disassembler. Wie schaut denn der aus? Der Mob Disassembler. Ja, der schaut. Ah, der da. Dafür brauche ich eine Standardbatterie. Ich brauche Pattern Nummer 3. Ich brauche ein Basic Gear. Ich brauche ein Iron Saw Blade. Ein Iron Saw Blade. Ich brauche ein Basic Gear. Das war einfach. Dann brauche ich die Nummer 3. Auch einfach. Ich habe da nur die Befürchtung, dass ich es dann nochmal brauche. Wo ist diese komische Kiste da? Hier. Die Batterie brauche ich. Haha, dafür brauche ich es. Dafür brauche ich einen Compression Chamber. Ja, das wird lustig. Compression Chamber. Batterie, 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 das Batterie. Batterie. Das ist grüne Frosch da unten. Okay, dafür brauche ich einen Empty Tank. Dafür brauche ich 5 Invar. Oder war, nee, Invar oder Nickel? Invar. Fünf habe ich. Brauche noch 2 Nickel. Hab ich. So, das heißt, ich brauche jetzt als erstes
brauche ein Glas. Ich habe kein Glas da, hat. Doch. Doch, habe ich, weil ich erst Glas gemacht habe. So, das da, das da. Und ich habe meinen Empty Tank. So, dann brauche ich noch einen stationären Tank. Den müssen wir noch übrig haben. Ja, den habe ich sogar noch einstecken. Jetzt haben wir noch zwei Holz. Die muss ich mir von euch borgen. Freue nämlich nicht hoch. Und ich habe jetzt einen Compression Chamber. So, mein Problem ist jetzt, glaube ich, das. Wenn ich das jetzt so lasse. Eine Integrated Piston. Ja, den Motor ist kein Problem. Wo kriege ich den Integrated Piston her? Rivermet Integrated Piston. Dafür brauche ich einen Iron Shaft, habe ich einstecken. Oakwood Slab. Kriege ich 4 Kupfer Nuggets und einen Redstone. Redstone. Nugget. So, das da, dann das da. Und ich habe den Piston schon wieder, da ist er. Genau, dann brauche ich noch den Slab. Gott sei Dank gibt's Holz hier. Unten. Kabel. Warte. Ah, nee. Mari. Braucht die Iron Chef. So, dann haben wir noch den Circuit. Den Motor. Wie komme ich jetzt auf Circuit? Ich brauche einen Motor. So, dann kommst du dahin. Und der Motor kommt dahin. Und den Tank baue ich erstmal ab. Und ich brauche nochmal ein Drillbit. So, und dann muss ich jetzt gucken. So. Danke. Mein Motor kaputt gegangen. Mal schnell Wire. Ich habe da nur die Vermutung, dass das andere Ding auch. Achso, nee, der geht gleich kaputt. Das ist ja Sulfur. Ich glaube, das ist nicht das, was da rein soll. Bin ein DIPP. Glaube ich zumindest. Ja, ich brauche Propan. Das heißt, ich muss mir jetzt dann mal da überlegen, wie ich jetzt kriege das Zeug eigentlich dann raus. Wenn es falsch ist. Erklärung gibt es keine. Nee. Das ist gemein. Ja, wenn ich gucken kann, ne, selber schuld, ich weiß. So, für was habe ich das eigentlich gebraucht? Aha. Genau, den habe ich jetzt erledigt. Zap, zap. Den habe ich erledigt. Making Magnets. Propan Furnace. Ja, ich brauche nämlich Propan.
Gut, das heißt, ich muss von dem Ding noch mal einbauen. Gehe ich das einfach mal. Vielleicht gehe ich noch einen hin. In der kurzen Zeit. Fluid Extraction Drill. River Metal Dingsbums. Das ist das wenigste. Ah, okay. Also wenn das da drauf ist, kann ich es nicht nehmen. Aber ist auch kein Ding. So, dann haben wir gesagt, Motor. Zwei noch. Ja, da. Vier Nickel. Den Rest müsste ich haben. So, Problem wird nur sein, ich will erst sehen, ob der jetzt dann den anderen macht. Ich muss den auf jeden Fall einen höher machen, weil sonst tun sich die Kabel verbinden. So, dann heißt es jetzt, du kommst wieder da rein. Genau. Dann brauche ich nochmal Kupfer. Zwei, zwei. In den Grinder. Ach Mist, ich hab vergessen. Da war doch was. Ich glaub, dass die schon eigentlich alle weg sind. Und wenn nicht, haben wir Glück gehabt. Nein, sind alle weg. Da kommt Nummer 4, danke. Da ist jetzt ein Motor geplatzt. Gleich reparieren. Was weg ist, ist weg. Oh cool. Aber wieder ein übrig. So. Da nicht. Aber da brauche ich auf jeden Fall auch ein Drillbit. Kommst da rein. Aha. Ah. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank noch rechtzeitig gesehen, bevor ich das andere Zeug rein habe. Oder kann ich den umstellen? Moment. Nie probiert. Kann dann drehen. So, dann muss ich jetzt mal schnell lesen. Basic Factory. Ah, okay. Das heißt, wir brauchen das da. Das heißt, wir sind jetzt hier in dem mittleren. Hier ist Propan drin, in dem Chunk. Okay. Eins, zwei, eins, zwei. Das heißt, es kommt dahin. Jawohl. Den habe ich jetzt gerne verschwendet. Wenn man das noch vorher gelesen hätte, hätte ich nichts verschwenden müssen, aber
Besser zu spät als nie. Ja, was? Da drin? Zack. Zack. So, das Grab hat den. Hast du den? Das ist auch einer. Danke. Den schmeiß jetzt erstmal hier hin. Das kann man auch gleich ein. Dahin. So, dann habe ich dich und dich. So, und dann heißt es jetzt, der stellt jetzt schön brav Propan her. Dann habe ich schon mal jetzt auf jeden Fall auch dieses. Das heißt, wir haben jetzt Propan, wir haben Sulfur. Wir haben Sulfur. Problem ist jetzt halt. Ja, ich weiß jetzt, wie ich es mache. Ich habe einen Tank. Den Tank stelle ich jetzt einfach mal erstmal davor. Und dann kommst du dahin. Und gehst darüber. Danke. So, genau, ich brauche noch. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich brauche. Ich brauche den Mob Disassembler. Das wollte ich bauen. Dafür brauche ich eine Standardbatterie und dafür brauche ich eine Empty Battery Shell. Und ich brauche Sulfuric Acid da drin. Und Sulfuric Acid mache ich mit Liquid Sulfur und Wasser. Kann ich den aus? Oh, den kann ich ausleeren. Cool. Geht das hier auch? Ja. Hey. Man freut sich über Kleinigkeiten. Ja, aber wie? So, Moment. Ich habe ich da? Habe ich oben? Ich brauche mal schnell Eis. Eis. Nimm mal 4 Stück mit. So, und dann kommst du jetzt nämlich hier rein. Eis. Der ist jetzt gleich kaputt. Lauf durch. Alle 4. Nicht? Ach doch, der ist schon weg. Sehr schön. Und ich habe Sulfuric Acid drin. Aha! 3000 Millibuckets. Jetzt gleich 4. Gleich 5. Okay. Das heißt jetzt für mich, ich brauche jetzt aber, ja. Ist zwar jetzt ein wenig doof, aber geht nicht anders. Habe ich davon noch einen? Nein, habe ich nicht. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal einen Extraction Pump. Das heißt, ich brauche 4 Nickel-Pisten und ein Kabel. Ja, was werde ich nicht haben? Holz, vermutlich. Also, ich brauche einen Redstone, ich brauche ein Eisen, ich brauche 1, 2, 3 Nickel. Auch 1, 2, 3, 4 Kabel. Birchwood Planks. Ha. Das heißt, ich habe auch genügend Holz da. Cool. So, dann kommst du dahin. Ich hau da drauf. Klack, klack. Ich
hab meinen Pisten, hab mein Kabel, dreimal davon, Extraction Pipe. So, dann kommst du dahin. Ah, ich nehme auch nochmal zwei, das heißt nochmal zwei Kupfer. Drei Kupfer, mit zwei werde ich nicht weit kommen. Ich hoffe, dass er jetzt nicht einfach das dann abgibt, ne, und ich schau doof. Das heißt, halt. Ich brauche bestimmt noch was. Wo ist das Monsterchen? Da ist es. Battery, ich brauche die Empty Battery. Das heißt, ich brauche ein Eisen Nuggets, ich brauche ein Gold. Und ich brauche ein Copper Power. Auch ein Wire, also Gold und Kupfer. Wisst ihr, warum, dass ich immer schnelle Straßen habe, damit ich dieses Gelaufe Kupfer und Gold. Dann war das Nummer 1. Nummer 2. Du kommst dahin, du kommst dahin. Ich habe natürlich die Eisenbuckets vergessen. Aber ich habe ein Eiseninge dabei. Reicht. Freue mich schon wieder rennen. Sehe ich hier auch eine. Ich glaube, das war eine Standardbatterie. Ja. So, zack. Und ich habe jetzt die Empty Battery Shell. Und die muss ich jetzt. Ah, mit Sulfuric Acid. Das heißt, du kommst jetzt dann da rein. Du kommst da rein. Und ich habe eine Standardbatterie. Und was brauche ich jetzt noch? Also Batterie habe ich. Ich brauche noch ein Dia. Ich brauche das Ding da. Ich brauche ein Basic Gear. Ah, alles klar. Also, ich habe das da, ich habe das da, ich habe das da. Ich brauche noch 4 Nickel. Das waren das 4. Ja, waren 4 Nickel. Ich brauche die Batterie. Und ja. Der Tier war hier. Nur noch 35. Wahnsinn. Das Zeug geht weg wie warme Semmeln. So, du gehst dahin, du gehst dahin. Du gehst dahin und ich habe einen Mob Disassembler. So, ich stelle dich erstmal jetzt hier hin. Ich muss es mal schnell lesen. Erstens, er hat noch nicht raus, er hat noch nicht gecheckt, dass ich ihn hab. Oh, ist er auch eins von zwei Mob. The Mob Disassembler allows you to break vanilla mobs down into the basic components. Heißt es, ich muss den jetzt in eine Monsterfalle reinlegen? Ich vermute, ja. Das heißt, ich habe jetzt dann hinten meinen, muss jetzt dann mein Teil da hinten ausräumen, es regnet. Mach dann noch hinten. Gott, jetzt werde ich wieder mit Sachen
voll gemüllt. Und mein Inventar ist mal wieder voll bis zum Rand. Ja. Genau. Ja, ich wollte nur. Ich will das jetzt noch wissen. So. Weg. Weg. Das ist ja schlimm. Auch weg. Eisen weg. Ist da weg. Dahin. Das sieht hier halt nichts vor lauter Schwarf. Oh ja. Tausend Rüstungsteile. Weil es so Spaß macht. Noch mehr Rüstungsteile. Schlimm. Ich weiß es noch nicht, ob der kaputt gegangen ist. Ja, da habe ich noch mehr geflammt. Nein, ich glaube, ich habe ihn unten fliegen sehen. Das heißt jetzt, das Ding kommt daher. Das weg, das weg, das weg. Das da rein. Wieder Rüstung. Noch mehr Rüstung. So, ich habe jetzt meinen Diamond Spike. Dann kommst hin, dann kommt so, genau, jetzt brauche ich ein Sawblade, eine Batterie, noch mal eine und ein Circuit Nummer 3. Okay, wollte aber zumachen, weil wenn ich jetzt gleich weggehe und wieder komme, wohnen da wieder welche. Die muss ich halt dann mit der Hand hauen. Na, hinlegen, Regen ausmachen. Wasserhahn zudrehen. Ja. So, die Köpfe sind unten. Da lang. Das heißt, ich brauche jetzt noch mal eine Batterie. Ich brauche noch, was war das jetzt alles? Die Nummer 3. Die Nummer 3 ist, genau, du bist das kleinste Problem. Das habe ich ja schon einstecken. Da rein. Ich habe eine Batterie. Was war das letzte? Ich glaube, ich brauche noch Mist. Muss noch mal rauf. Ich weiß es nicht mehr. Muss ich auch mal ein paar Slachten. Na, ich sehe nichts. Nachtsicht wäre was Schönes. Na? Immer auf die andere Seite. Moment
Moment mal. Und Schlagschatten hier. Für Augenschatten. So, haben wir alles? Jetzt haben wir alles. Danke fürs Gespräch. So, du gehst wieder weg. So, ah, genau, ich brauche Sawblade. Ich kann dich schon mal reinschmeißen. Sawblade hätte ich, glaube ich, sogar unten. Dahin. Danke. Also, schnell Batterie bauen und Sawblade und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Batterie war 6 Volt Kupfer. Okay. Heute mal wieder überlang. Naja, wenn man jetzt das unbedingt wissen will, ne? Gold, Kupfer. Ich brauche noch 1, 2. 6 Nugget. Dann brauchen wir noch ein Wire. Okay, also Batterie. Danke. Und dann kommst du da rein. Danke. Und dann brauchen wir noch ein Inversor Blade. Dafür der Monster hauen. So, F9, danke. Also wenn ich mir vorstelle, am Anfang die Monsterfalle ist gar nicht gegangen. Da bist du 3 Meter weg. Ihr wollt sterben. Ne, wollen tut ihr nicht, aber ihr müsst. So, wenn ich jetzt das da rein mache und das da rein mache. So, Bogen kommt auch rein. Das kommt wieder mal weg. Ich habe keine Ahnung, ob das Ding so funktioniert. Wir machen jetzt einfach den ultimativen Test. Da rein, du auch. Okay, dann gehen wir mal kurz weg. Bis was spawnt. Ja, da kommen schon die ersten 2. Ah, die kriegen Schaden. Jawohl. Okay, aber du bist kein Vanilla. Na komm. Danke. Okay. Ah, okay. Aber das Monster Dust ist da. Juhu. Also, das haben wir auch noch erledigt. Unser Monster Dust. Das werden wir dann, ja, ich glaube, das brauchen wir jetzt dann für die nächsten Maschinen. Ist auf jeden Fall interessant. Ja, den Loot, ja, ich weiß halt nicht, wie ich den Loot da rauskriegen sollte. Wobei, ist glaube ich, gibt es da nicht irgendwelche, es gibt doch Blöcke, wo Items runterfallen können?
Ja, das Problem ist nur, dass das Mob-Teil da ist. Ich bräuchte einen Staubsauger. Einen Itemsauger. Vielleicht gibt es sowas. Werden wir sehen. Ja, so. Das heißt, wir haben die Monsterfalle mal faktorisch gebaut. Wir schnetzeln sie jetzt arbeitstechnisch. Das heißt, ich kriege noch mehr Gedöns. Habe ich, ja, habe ich. Und meine Trophies muss ich noch aufstellen. Vielleicht muss ich den ein bisschen erweitern, diesen Pavillon, dass ich die auch hier hinstelle. Man wird sehen. Man wird sehen. Genau. So. Habt ihr noch Fragen, Anregungen? Ab damit in die Kommentare und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.